Wer ist besiegt? Die Sieg und Niederlagen von den Großköpfigen oben und von denen unten fallen nämlich nicht immer zusammen. Im Allgemeinen kann man sagen, dass uns gemeinen Leuten Sieg und Niederlage teuer zu stehen kommen. Das Frühjahr kommt, wach auf, Christ, der Schnee spricht weg, Toten ruhen und was noch nicht gestorben ist, das macht sich auf die Socken. Es hat immer welche gegeben, die gehen herum und sagen, einmal hört der Krieg auf. Ich sage, dass der Krieg einmal aufhört, ist nicht gesagt. Bet, armes Tier, bet, wir können nichts machen gegen das Blutvergießen. Wenn du schon nicht reden kannst, dann kannst du doch beten. Mir tut ja so ein Kaiser oder Feldhauptmann leid. Er hat sich vielleicht gedacht, er schafft was Übriges. Und was, wovon die Leute reden, noch in künftige Zeiten. Die schönsten Pläne sind schon zu Schanden geworden durch die Kleinlichkeit von denen, wo es hätten ausführen sollen. Denn die Kaiser selber können ja nichts machen. Die sind doch angewiesen auf die Unterstützung von ihrem Volk und ihre Soldaten. Hab ich recht?